Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter. Nein, ich bin nicht neu hier. Ich habe nur die Haare ab. Einige erkennen mich vielleicht noch wieder. Noch was hat sich getan in meiner Woche Abwesenheit hier bei YouTube. Denn ich kann endlich mal wieder wechselhaftes Wetter verkünden. Es gibt auch in dieser Woche einige Schauer und Gewitter. Regenfälle werden ein Thema. Tiefdruckgebiete werden sich nach Deutschland ausbreiten. Das schauen wir uns jetzt in diesem Video mal etwas genauer an. Und zwar sehen wir schon ganz gut für den Mittwoch auf der Luftdruckkarte, wie sich diese Tiefdruckzone dann über Deutschland breit machen wird. Und damit wird die Luft feuchter und es kommen eben auch nach längerer Zeit, nach der langen Trockenheit, mal wieder Regenfälle auf. Wir schauen uns die Prognose für den Dienstag an. Das Tiefdruckgebiet wird sich ausbreiten. Zunächst mal über den gesamten Westen und auch über den Süden. Da kommen dann Schauer und auch einzelne Gewitter auf. Die Gewitter dann Schwerpunkt mäßig am Nachmittag. Das Ganze breitet sich über die Landesmitte dann allmählich Richtung Osten aus, im äußersten Osten. Da wird es aber noch den meisten Tag trocken bleiben und hier wird es auch am wärmsten werden. Hier können wir durchaus noch mal so vor allem Richtung Lausitz die 25 Grad Marke knacken. In den Folgetagen wird es wechselhaft weitergehen. Wir schauen uns die Prognose für den Donnerstag und für den Freitag an. Auch dort sehen wir, dass es unbeständig bleibt, immer mal wieder Schauer und Gewitter, die durchziehen werden. Wie das so ist, es wird am Ende wieder einige geben, die sagen, endlich hat es hier mal nennenswert geregnet, es kam richtig was runter. Schon ein paar Kilometer weiter kann das ganz anders aussehen, wo dann wirklich gar nichts runterkommt, wo es komplett trocken bleibt. Das ist eben dieses unbeständige, wechselhafte Schauerwetter. Und wie immer treffen diese Schauer und Gewitter nicht jeden. Es wird eine ungerechte Verteilung bei der Ausbeute der Regenmengen geben. Ja, wir sehen dann eben, dass die Temperaturen auch insgesamt etwas zurückgehen werden. Die 20-Grad-Marke wird nicht mehr so häufig erreicht. Am ehesten dann nochmal so im Osten oder anfangs am Oberrhein. Ansonsten liegen wir dann doch meist unter 20 Grad bei den Temperaturen. Ihr könnt, ich empfehle euch dazu mal unsere Wetteranalyse und unser Regenradar-Blitzanalyse. Das Ganze wird natürlich jetzt wieder relevant, wo endlich mal wieder Niederschläge aufkommen. Dazu den Link findet ihr in den Infokarten. Wir schauen uns nochmal für die gesamte Woche dann an die Regenmengen, die aktuell berechnet werden vom ECMWF-Modell. Und ihr seht, ich habe das mal eingezeichnet hier im äußersten Osten. Da wird am Freitag von diesem Wettermodell auch nochmal ein kräftiges Regengebiet gerechnet, was so an der Grenze zu Polen weiter nach Norden zieht. Und das ist aber doch relativ unsicher, ob dieses Regengebiet wirklich so kommen wird. Ansonsten sehen wir natürlich nach Westen und nach Süden hin dann doch die größeren Mengen, nach Osten hin tendenziell von diesem unsicheren Regengebiet abgesehen eher die geringeren Regenmengen. Ja, blicken wir wie immer nochmal auf einen 14-Tage-Trend. Ihr seht ja hier, das ist der 14-Tage-Trend von gestern noch, von gestern Abend. Wird wie immer aktualisiert um 10.30 Uhr. Hier mal das Beispiel für Karlsruhe und der Link auch in den Infokarten, wo ihr den Trend gleich aktuell für euren Ort schauen könnt. Wir sehen, dass es erstmal unbeständig wird. Es wird auch in Karlsruhe etwas kühler werden. Und dann zum Ende hin, da ist sogar in der Prognose mal eine 30 Grad drin. Das heißt, es könnte sich ab dem Wochenende eher aber zum Beginn der kommenden Woche, und da reden wir natürlich jetzt schon wieder über einen Zeitraum von 7, 8 Tagen, da könnte sich Hitze auf den Weg Richtung Deutschland machen. Ich weiß, andere sehen das schon wieder als recht sicher an und verkünden da schon wieder was in diversen Videos und diversen Meldungen der Online-Medien. Wir schauen uns mal eine Luftdruckkarte an, da sehen wir, dass dieser Tiefdruckkomplex auf dem Atlantik sich sehr weit nach Süden ausweitet, fast schon bis Richtung Kanaren. Das ist so das Typische, dass dann die Hitze von Afrika sich auf den Weg nach Norden macht. Aber ob dieser Hitzevorstoß mit 30 Grad und mehr dann auch wirklich Deutschland erreicht, das ist einfach doch noch relativ fraglich. Am ehesten kommt natürlich der Süden und Südwesten dann in den Bereich dieser Hitze. Aber wie gesagt, das wird Thema hier in den nächsten Videos sein diese Woche, ob uns die Hitze erreichen wird. Verfolgt dazu einfach den Trend hier oben in den Infokarten, der Link. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bleibt gesund, bis bald und ciao.